sound asleep. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. Come and fly away with me.
So, und damit willkommen zurück. Seid gegrüßt zu einem neuen Stream in der Gamescom-Woche. Gamescom-Woche Tag 2. Gehen wir mal erstmal in die Arena rein. So sieht's aus. Ich habe hier auf Steam schon einige Demos, die wir heute bestimmt nicht anschaffen werden. Aber ja, Lego Big Tales, ich denke, damit fange ich mal an, damit wir das drin haben. Lego Big Tales geben werden wir, denke ich, heute auch noch spielen. Und vielleicht noch eins von denen hier. Ansonsten werde ich mal aufscreen, dann auf Stream vielleicht noch das ein oder andere aufnehmen. Oder auch nicht, oder mal privat spielen. Gut, hier sind wir wieder im Hub, hier in dem im Startding. Da können wir uns auch mal umgucken. Okay. Ich hoffe, ich bin zu hören. Das ist alles zu hören und sehen. Zu sehen müsste alles sein. Boah, sieht gut aus. Ja, fantastisch. Es ist wieder brutal heiß. Ich kann durchgucken. Ah ja, in die Burg, in die Arena Burg. Hier haben wir noch Sachen, die nicht funktionieren. Jetzt zu Studio XD. Da waren wir gestern im Stream.
Bitestone, da waren wir gestern, glaube ich, auch. Hier in den beiden waren wir schon. Wasteland, das werden wir heute noch erkunden. Können wir auch gleich hier reingehen. Oh, hier gibt es Valentina. Okay, mehr Karten. Ich hätte noch eine Karte, Bitburger 0,0. Ja, gesponserte Karte. Können wir Maskottchen auf den Ringen. Hier ist ein Level 2 Charakter. Mr. Viper ist auch hier auf die Gamescom. Die mit den Bällchen, mit den... Da kommen wir auch später nochmal irgendwo rein. Das ist hier das Gebiet hier. Da gibt es hier ein bisschen was zu sehen auf den... auf 4 Etagen. Nicht so besonders viel, aber ein bisschen was. Joa. Supercrowds. Subspace geht's hier lang. Mainz auf Cryptopia. Okay. Coach von Tina. Bat-Tattoo. Ne, die Bat-Tattoos gibt's. Ich versteh's nicht. Geh mal nach Wasteland. Schauen wir da mal heute rein. Können zum Anfang immer noch in Wasteland umgucken. Dann spielen wir ein paar Demos. Vielleicht finden wir hier noch ein paar Sachen, die wir heute nicht spielen werden. Und ja, können wir dekorieren, aufräumen. XP sammeln. Und nachdem wir Demos gespielt haben, können wir nochmal das andere Gebiet angucken. Back to the Dawn. Okay. Können wir uns zumindest mal einen Trailer angucken. Oh, hier gibt es sogar eine Demo. Das erinnert mich an das eine Prison-Spiel, was ich schon mal gespielt habe. Ziehen wir uns einen Trailer rein. Battleheart. Das hat mich sehr stark dran, nur mit Tieren. Und Fuchsen. Prison Escape. Ist das nicht sogar so? Prison Break oder Prison. Keine Ahnung. Da habe ich meinen Stream mitgemacht. Sind auch so schwer. Ähnlicher Stil. Ja. Kann man machen. Ich fand das andere Puzzlespiel, was ich gespielt habe, jetzt nicht so spannend. Wir könnten nun. Bye, bye. Was haben wir hier? Type to switch your style. Mr. Viper steht davor. Können wir andere Klamotten anziehen. Und die Farbe wechseln. Dann haben wir, glaube ich, das hier. Mhm. Mal eine Hose anziehen oder einen Kopf, die Taube auf den Kopf. Okay,
Los, Dynamite. Soon I have all six tattoos together. Okay. Du siehst. Nach den hübschesten Arsch. Okay, sieht ziemlich leer aus. Der Bruder ist wieder da. Die nächsten Werbesticker. Jetzt noch mindestens einen dritten. Okay, dann Living. Da gibt es auch eine Demo. Hier gibt es ein paar mehr Demos als gestern. Ja, wer weiß. Vielleicht waren das jetzt die zwei, die ich entdeckt habe. Kann auch sein. Schauen wir uns das mal an. 16. Necromancer. Okay. Modi ist interessiert. Die and race again. Muss ich jetzt nicht haben. Okay. Was haben wir hier noch? Geht's unter den See? Sieht so aus. Unter Wasser. Mal dekorieren und Erfahrungspunkte sammeln. Deadlick ist hier. Okay, ein Deadlick-Sticker. Nice. Was gibt's von Deadlick? Ist hier Deponia? Deponia ist ja wohl nichts Neues. Pretty Pass Pillow. Pixel Rufus Hoodie. Ah, Merch. An Wales haben wir gespielt am Montag, bevor die Gamescom begonnen hat. Am Stream. Können wir noch Deko machen? Level 18, yay. Ein Passing bei. Okay. That didn't work. Ja, oh. Unrails Trader. Gucken wir uns an. Was hat das Spiel wohl zu bieten? Ich weiß ja nicht. Schauen wir mal, was das Spiel so kann. Ist jetzt ein bekannt vor. Oh, eine Wüste. Schrauben. Wow.
Bis auf dem Mond waren wir nicht. Da sind wir nicht hingekommen. Bis in die Vulkanwelt waren wir schon. Ja. Dann war ich gut. Ja. Schönes Spiel kann man machen. Bisschen stressig ab und zu. Vor allem in den späteren Welten, in der Schneewelt und in der Vulkanwelt. Der Dreck. Was für ein tolles Bild. Hier haben wir Kitsune hier aus The Night of the Night of the Rabbit. Hier den. Die auch von Night of the Rabbit. Hier haben wir Kitas von Deponia. Rufus. Hier haben wir hier den Giron aus Memoria und Satnavs Ketten. Die Memoria, die weibliche Hauptfigur. Was finden wir hier noch? Wenzel aus Deponia. Einige Sachen kennen wir noch nicht. Die Öle. Hier Wendel ist Monday mit Charakter. Aber Wendel kann ich hier auch irgendwo bestimmt. Hier Silence. Hier eigentlich die kleine. Puh, habe ich auch lange nicht mehr gespielt. Hier A New Beginning. Hier der Charakter hier. Doppelbecher unten, die Turbo-Delfine, die Torpedo-Delfine aus Deponia. Ja, Ogon und sich hier Dr. Marcel aus Edna bricht aus. Aber jetzt neue Ogon haben wir hier. Kartoffelgnom aus. Und hier die Baby-Goal im Kessel drin. Das riecht sehr. Nuri aus. Ja, auch Deponia, der Widerstand. Der Opfi-Pieps haben wir hier. Kennt man viel schon. Hier haben wir hier den kleinen bei Edna hier. Hier Edna ist hier hinter dem Logo versteckt. Der Dr. Marcel ist so ein Schnabeltier. Sehr schön. Das Plakat. Finde ich nicht schlecht. Haben wir noch mehr Spiele oder nur Unrailed? Aber es ist nur. Das ist aber schon eine Weile draußen, deswegen. Ja. Gibt es da keine Demo zu? Aber Trailer. Vielleicht können wir uns da angucken. Jetzt so ein bisschen an die Mixed Vision Spiele, so die von Minutes of Islands hat es ein bisschen, hat es einiges von der Charakter hat natürlich ein bisschen was von Far. Passing by, okay. Alles klar. Ja. Hat mich jetzt nicht so sehr gejuckt. Gibt es außerdem keine Demo. Können wir gucken. Oh, da gibt es unten noch was. Das wird man vielleicht Montag. Was haben wir hier? Mira. Das kommt mir bekannt vor, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Movie House. Und ja. Wer in The Shape of Fantasy? Okay, das ist tatsächlich mal eine Demo.
man spielen könnte. Sieht nicht mal so schlecht aus. Was haben wir hier? Mira. Ja, das ist, da bin ich nicht so. Movie Host klingt interessant. Was haben wir da? Schauen wir es uns mal an. In a world. Cut, cut, cut. Let's try that again. In Sean Movie Studio, okay. Movie Studio. Ein Filmstudio-Aufbau-Simulator. Okay. Videobearbeitung, Videoschnitt mit Movie Maker. Let's go. Herbst 2022, wenn wir alle wegen Corona zu Hause sitzen, können wir das mal spielen. Ich wollte auf Steam. Hallo. Wenn ich die drauf kriege, okay. Muss ich es mal selbst suchen. Gibt es eine Demo von? Ja, können wir ja mal ausprobieren. Na, ich bin mal runter. Ich habe schon sehr viele. Muss mal gucken, was ich mir. Ich mache mir mal eine Liste von denen, die ich noch runterladen will. Oder haue Sachen raus, die ich schon runtergeladen habe. Sieht gar nicht, da können wir mal. Sieht für den letzten Test zumindest mal interessant aus. Was ist das noch an? Sieht ja fast noch besser aus. Everything began 6 months ago. The day of the wreck of the AES Annabelle Lee. I could never imagine that my salvation would come in the form of the monster that destroyed my own ship. Oha. Later I understood that my extraordinary journey started right there. Mr. Verne, we are on the right path. Go on. Was ist denn Rätselspiel? These words, I've heard them before. Aber das Ding sieht interessant aus. Aha. Verne, life what is strange. Do you fancy more? Drehen. A quick death beneath the sea or a long life of tortures at one of the nation's penitentiary mines? Move! How could a bookworm like me stop the most intelligent and boldest man in Hemera? Verne. Würde ich mir mal auf die Wunschliste packen. Wunschlist. Gibt sogar eine Demo von. Damit könnte ich alles downloaden. Wenn noch nicht alles spielen können. Ich wünschte es mir erstmal. Und schreib's mir mal auf die Liste. Das können wir mal, wenn wir fertig sind, mit einem, wenn wir wieder was runter haben. Ein paar Demos, die installiert haben. Ich öffne hier meine Liste. Gamescom-Spieler.
In der Movie House haben wir schon untergeladen. Das könnte wirklich spaßig sein. Vern. The Shape of Fantasy. Ist notiert. Wird sich gemerkt von meiner Liste. Meine Liste merkt sich das. Okay, dann mal weiter hier. Auch ein hübsches Plakat. Das ist Sticker von Tor. Nicht der Tor. Hier haben wir was verbessert, haben wir Kisten weggeräumt. Passt durch in. Es wird Morty mit mir spielen. Sieht nach Multiplayer aus. Ich glaube, das hatte nur Multiplayer, habe ich schon bei Steam nachgeguckt, wenn Morty es mir vorgeschlagen hat. Ja, Online-Koop. Das ist eine Demo von. Schauen wir mal. Ich glaube, das haben wir schon mal. Das haben wir 2021 schon gesehen. Auf der Demo auf der Gamescom. Are you ready? Yeah, let's do it. Okay, so what do you see? Because I have some kind of device that looks like a computer. Ach du Scheiße. Okay, so I'm in a room with some old furniture. Let me see. I've got 4 paintings. A crow, a house, a butterfly, and a family. Das kriegen wir nicht hin. What do you see at the bottom left corner? That's the crow. Werden wir so verkacken. Two player game. Yes, the ventilator is on. Can you put the timer on for 12:40? Yes. Okay, so I've opened a cabinet and I've got a creepy looking chess piece. Have you got 2 chess pieces? Babe. Sorry, what did you say? You alright? No worries. What can I do? Have you got 2 chess pieces? I do. I have a chess board. The black one is on f6 and the white one is on a6. Okay, can you move black to a1? Yes. Oh, the white one's moving now. Can you move your white one on e2? Okay, oh, this is going well. Can you move black to a4? White on Oha. What's creep? Gut, ja. Wird der reinste Wahnsinn mit uns. Was haben wir hier? Ein Weltraumabenteuer. Das nächste. Yay. Neue Ausstattung. Ja. Deko. Müssen wir gleich nochmal zurück. Da gab es jetzt so mit Level 21 abholen können. Foundations haben wir hier. Gibt es auf jeden Fall einen Teil davon. Trailer gucken. Wow, sieht episch aus. The biggest space sandbox, okay.
Ach du Scheiße. Sink, nee, kann ich nicht, das wird nichts. Das werde ich nicht spielen können. Wenn ich trinken muss, nee, das, nein. Da, nichts für mich. Spaß. Okay. Master of Ulm muss ich mir nicht aufschreiben, das, da will mich Morty schon zu kriegen. Da brauche ich mich nicht, das brauche ich mir nicht zu merken, Morty wird mir das merken. Das nächste Ding aufgepäppelt, oha, Riesenkrake. Eine Selene, Level 22, oha. Ja, back und at Gamescom und Zeit. Okay, ja. Ist ja wieder in Köln. Ich kann bloß nicht hin. Oh, Level 29. Ja, ich komm morgen wieder. Ja, heute Abend. Nehmen wir Morph. Okay, gibt's noch nicht mal einen Link zu Steam. Aber Trailer gibt's. Trailer guck. Scheiße. Okay, man kann sich in Dinos verwandeln oder was auch immer das. Seid so. Man kann sich in Dinos morphen. Crystal Boss. Sieht nach der so ein Spiel aus, die ich nicht spielen werde. Was haben wir hier noch? Life's Adventures. Okay. Reingezogen. Die Trailer. If life throws you into an epic adventure, you better be well equipped. And know all the right moves. Okay, jump one. But the most important thing you'll need is a real friend. Play two unlikely allies. Okay. In single player or co-op. Jump, run, and fight your way through the adventure of your lifetime. Lifetime, but that's why the life heißt. Oh, Boss Kinger. Das könnte man Co-op spielen. Man wird sich doch die ganze Zeit nur im Weg rumstehen. Leaves Adventure, Netherworld Hero. Wishlist now. Leaves Adventures. Oh, gibt's sogar eine Demo? Das merkt mir doch mal. Schreibt mir mal auf.
Könnte man mit Monty mal spielen. Liebes Adventure. Wenn meine Liste mal laden würde. Adventure. Das reicht schon. Werde ich finden. Wer was? Könnte man mit Modi machen. Modi kommt morgen mit dazu. Vielleicht. Was mit dem Stream? Wildwoods. Was Solitär. Alles klar. Wildwoods. Ach ja, das habe ich schon, das habe ich im Trailer gepackt. Stream Trailer. Kann man ein paar Ausschnitte davon sehen. Joa. Die Gegner und Hindernisse aus dem Weg räumen, bevor der Zug ankommt. Der Wagen. Wäre auch ein Koop-Ding. Naja. Was haben wir? Solitär. Okay, das ist eine Demo. Ist eine Wahrsagerin oder was? Und ein Wahrsager. Das war nur ein Klient, den man nutzt. Karten legen. Okay. Tarotkarten. Ja, was auch immer. Was haben wir hier? Haben wir das schon gesehen? Heart of Nuri jetzt. Sieht wahnsinnig uninteressant für mich aus. Wir müssen Deko machen. Level 24. Ich habe mal Xell. Das habe ich auch schon irgendwo gesehen. Ja, mit dem Trailer. Mit einem der Trailer. To find your way home, you need to find yourself first. Ah, ja. In order to help yourself, you need to help those in need first. And stand tall in front of those who stand in your way. So many hopes and dreams have been shattered, but in order to change the future, you have to face the past. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Könnte man mal machen. Because what has been planted in the past will come back to haunt you in the future.
ja. So maybe the only hope sieht gut aus. Sie sieht gut aus. The past. Ja, kann man. Xero. Demo gibt's leider nicht. Sehr schade. Ich pack's mir mal auf die Wunschliste. Das sieht echt nicht übel aus. Futter für meine Wunschliste. Okay. Na dann. Nur noch Karten. Okay, Game City Hamburg. Nicht grüßen. Hamburg war ich dieses Jahr im Urlaub zuletzt. Game City Hamburg. Kreativgesellschaft. Okay. Das funzt nicht. Hier haben wir schon den Ausgang zu. So Beiztum. So haben wir jetzt hier 7 von 7, 3, 2 versteckte Sticker müssen wir finden. Dann haben wir das Gebiet auch geschlossen. Das funzt nicht. Meine Roboter stehen immer ordentlich Leute im Ring. Die ich mal wieder auftauchen. Eine Menge von NPCs hier. Geht's im Gamescom-Bereich. Mhm. Hier waren wir schon. Und irgendwo was glitzern sieht, versteckten Sticker. Laut schreien. Sind wir aufgetaucht? Gibt es hier im Land noch irgendwo was? Nee, wahrscheinlich nicht. Gehen wir mal weiter nach Olympien. In Olymp. Steigen wir aus dem tiefen Wasser hoch auf den Olymp. In die Wolken. Level 25, nice. Ich würde aber sagen, dann machen wir dann gleich. Jetzt würde ich erstmal ein paar als Test spielen und würde damit mit Lego anfangen. Würde mit euch gerne mal Lego Big Tales spielen im Let's Test. Eine Demo, die Demo-Version. Und ja. Dann hier mal in die anderen Demos mal reingucken. Mach mal das, würde ich sagen. Auf geht's. Lego Big Tales. Let's start. Ein nettes Lego-Abenteuer. Brick Tales. Gibt es momentan nur in Englisch. Aber bei Lego können wir uns sicher sein, dass das auch in Deutsch gibt.
Auf geht's. Get the letter. Where treasure? What does it say? My grandchild, I hope this letter finds you well. I have made a groundbreaking discovery that I'd like to show you to you. Also, a helping hand or two can shoot. The potential of this is incredible. But when you arrive at the theme park, take the elevator down to my laboratory. I will wait for you there. Ja. WASD und oder die Maustaste. Spielen wir den hier. Ein Künstler, wie es auch schaut. Wir sind hier wohl in einem Themenpark, wie es im Intro hieß. Gucken wir uns erstmal um. Abbauen können wir Sachen noch nicht. Schlagen. Items sammeln. Nichts Normales in Lego spielen. Bin bisher nur laufen. Okay. Hier ist ein Portal. Aus Lego. Lauter Legos hier, die wir nicht zerstören können. Vielleicht müssen wir ins Portal reingehen. Enter Space. Nicht zur Tastatur später. Who's there? Is that you, my child? Wonderful. I didn't expect you so soon. I want you to show you this incredible things. Eine Waschmaschine. Ah ne. Eine riesige Zeitmaschine, die jetzt explodiert ist. Well, that was entirely too little. Are you alright? You see, I was in the middle of wiring up my inventation, and what you just witnessed is what we in the business call rapid unplanned disassembly. In layman's terms, too much power make big boom. Okay, machen die jetzt hier ein Adventure draus. Text-Adventure aus Lego. Lego war noch nie Text-Adventure. Das war noch nie viel Text los. Das war noch so viel, wie ich jetzt hier los. Los. Leute, Lego. Es kam früher ganz ohne Sprache aus. Nur mit so. Der Murmelmodus und so. Das haben sie jetzt schon bei Lego Star Wars und die Star Wars Skywalker sage irgendwie verkackt. Und haben da. Die Waschmaschine läuft wieder. Hurra. Ich werde es jetzt nicht alles vorlesen, sorry. Es ist. Warum Lego? Synchronsprecher waren zu teuer. Dann hätte man es wenigstens so machen können. Es gab auch Spiele, wo Synchronsprecher das gesprochen haben, Text, den es gab. Hatte nicht genug Geld bei Lego. Verstehe ich. Die verkaufen ihre Sets auch immer so billig. Dass die kein Geld für Synchronsprecher haben. Verstehe ich. Das ist ja die arme Firma Lego. Das ist die Repair des Ders. Ich meine, die Lego-Sets, die kriegt man ja förmlich hinterhergeschmissen. So ein paar, das ist die paar tausend Euro.
Okay. Was bin ich tun? Auf Finish-Knopf drücken, ja, das wäre mal ein Anfang. Let's learn how to build. Ah, ich weiß es nicht. verstehe ich nicht. Click a brick to select it. So. Ich weiß nicht. So. Ich kann das leider nicht. Ah, geschafft. Finish. Haben wir fein gemacht. Großartig. Gigawatt. Lego. Schnauze. Ich habe kein Recht, das zu benutzen. Snake the Brick. Wir können Bricks drehen. Wow. Das gab es ja noch nie. So, diese neue modischen Sachen bei Lego. Ich weiß nicht. So hier. Ich denke, so geht's. Nein, ich glaube, das müssen wir nochmal vorne machen. Okay. Sehr schön. Noch mehr von diesen Experimenten hier. Find the Brick. Die Maustaste zu. Okay. Brick gefunden. Brick verloren. Schon verkackt. Mit der Ecke können wir nicht gucken. Letzte Brick und da wollen wir irgendwie drehen oder so. Ist jetzt hintergefallen, das geht leider nicht mehr. Hier haben wir einen. Bravo. Finden einen anderen Brick. Removed Wigs. Aber ich habe kein Teilchentrainer mit dabei, das geht ja nicht. Das können wir so nicht machen. Das können wir doch bestimmt hiermit. So können wir was machen, oder? Ach so. Und sette Dash Lines. Okay.
gut. Also wir müssen die rausbringen. Ganz raus. Das ist das Rätsel. Reicht das schon, wenn man die einfach hier noch raus... Sind die doch. Alle raus. Ja. Ein Turm. Sind noch Baum. Wow, guck mal, Mami, ich kann schon bauen. Ich habe einen Turm gebaut. Guck mal, ich kann eine Maschine reparieren. Mehr oder weniger. Noppen fertig los. Mhm. Da müssen wir uns die Hydraulik reparieren. Mehr von diesen Dingern. Okay. Simulate. Paste 2x4. Bring die anderen nicht zu mit 2x2. Ja. Ach so. Hab ich hingeguckt, wo wir hin sollten. Jetzt bauen wir uns eine Brücke hier. Dann simulier mal. Sind wir wahrscheinlich wieder diesen hier machen. Ja gut, dass er da oben lang. Okay. Ich endlich die Brücke fertig. Simulate to spawn the test robot.
Dame. So würde ich sagen, muss doch stabil sein. Und hier eine stabile Konstruktion. Ja, alter Baumeister. Hat wieder zugeschlagen. Ja. Snack the brick. Hier, wo soll das hingehen? Add top. Okay. Down ins. Mit Schiff und Durchlaufswertigkeit. Place it to the side. Fantastisch. Da können down bis die Pipes. Okay. Das war falsch. Achso, muss erstmal hier. Jetzt und das zweite hier hin. Na komm. Fantastisch. Nochmal drauf verlegt. Die Hydraulik der Maschine. Ja. Haben wir alle Übungen gemacht. Das können wir mal.
können wir hier. Was tun wir? Bis hier oben. Bis hier unten. Ich meine, die Hebeanimationen haben sich gegönnt. Armes Lego. Eine weitere Übung hier. Eine Brücke bauen. Auch keine Perspektive. Okay. Fast. Wer ist hiermit? Sehr gut, fantastisch. Nächste Brücke gebaut. Und rüber hier. Was ist hier die Kernbrunner? Du Opa, ich habe jetzt hier wirklich nicht wirklich mehr Bock drauf. Ich kann euch nichts zerstören. Was ich schade finde. Das war doch eine der Basic-Funktionen von Luca. Sachen zu zerstören können. Und nur der Park ist dann aufgeräumt. Ja. Electricity. Okay. Ein Portal. Na, gibt es doch wieder Charakterpacks, die man sich davon kaufen kann. Nur durch die Portale. Durch die Portale dann bekommen kann, spielen kann in andere Welten und so. Bitte nein. Explore the Jungle. Da habe ich jetzt nicht so unbedingt Bedürfnis drauf. Okay. Okay, ich drücke Escape und das Spiel nicht verlassen. Jo, läuft alles noch? Na dann deinstallieren wir mal den. Installieren wir den Kram. Und ich würde mal sagen, wir machen eine kurze Viertelstunde Pause. Und danach spielen wir mit Gibbon Beyond the Trees weiter. Schauen mal, wie wir hier uns weiter durch die Demos schlängeln.
Ihr müsst genug, mache ich euch noch ein bisschen an. Von in die Arena. Joa. Na dann. Hell ist es hier. Ab in die helle Endcard. Nicht die Endcard, sondern die. Es geht gleich weiter, Viertelstunde Pause, dann geht's weiter. In Pausencard. Die Endcard habe ich gestern schon angemacht. Obwohl es nur die Pausencard sein sollte. Ab in die Pause. Bis gleich.
So. Steht denn auf dem Dach? Ich mag den schreienden Vogel hier. McCorvus. Der ins Mikro schreit. Okay. Wir holen uns noch den Bitburger-Sticker ab. Gibt's wahrscheinlich in jedem Gebiet ein. Oder auch nicht. So, ich wollte noch ein paar Demos spielen. Stehe ich hier noch ein bisschen rum. In die Arena. Wir wollten jetzt mal Schule of Magic spielen. Auf geht's nach Hogwarts, in die Zaubererschule. Let's go. Hab mein Köpfchen gemacht. Ich halte noch ein bisschen durch. Ich meine, meine Wachhaltung ist zaubertrank. Datenschutzerklärung. Gelesen und akzeptiert. Auf geht's. Das fängt ja schon mal super an. Super Musik. Haus von. Sieht das gut aus. Von deiner Mutter. Okay. Dann können wir die Hautfarbe einstellen. Rot. Charakter-Editor. Fantastisch. Ich finde, wir sollten das Spiel komplett ernst nehmen. Hauptfarbe. Sekundäre Farbe. Metallfarbe. So kann das aussehen. Es ist mir zu gold. Und hier noch ein hübsches Lila. Lederfarbe. So ein schönes Orange mit so einem Rot mit rein. Kopf.
Bemalung. Das sieht doch fantastisch aus. Oh, es gibt Stilköpfe. Sehr großartig. Oh! Ein Ping, Kopfband. Ein Bart-Bandana. Augenbrauen. So finde ich Körper. So denke ich. Und Aroma, rote Armdinger. Exakt so. Zubehör am Rücken. Können wir noch was machen? ja. Obwohl ich finde, das sieht gut aus. Schulter. Ich mag das Spiel jetzt schon. Karte Editor. Ein paar Knieschoner dran. Okay, den nehmen wir. Hingestampft, ist völlig egal, wir sehen jetzt anders aus. Was mit mir passiert? Komm hier rüber. Oh, Deutsch. Ich gebe dem linken Mausbutton auf die Markierung dorthin zu gehen. Warum sehe ich so aus, wie ich aussehe? Ich will so hier aussehen. Salve. Willkommen in der Schule der Magie. Was hast du mit mir getan? Probieren wir eine Transmagifizierung. Wir haben unser Aussehen vertauscht. Hast du dir das Kleingedruckte nicht durchgelesen, das du dich beworben hast? Ich habe mich für nichts beworben. Mach das sofort rückgängig. Chaos, eine Dämon nicht verfügbar. Natur. Was ist denn eine Dämon nicht verfügbar? Ich bin kein Magier, was geht hier vor? Chaos, Natur oder Weisheit? Tja, diese große Auswahl ist so beeindruckend. Ist nicht später vielleicht. Okay.
Wir kommen hier wahrscheinlich nicht raus. Du mit dem interagieren? Okay. Shield of Magic. Natürlich, jetzt haben wir so einen wunderschönen Charakter meditiert und dürfen nicht spielen. Du bist eine Stufe angestiegen. Klicke auf das Plus über den Charakter. Du meditierst dich an einen beliebigen Ort auf dem Bildschirm. Okay. Infernaler Schlag. Schleim des Sturms. Aha, klicke mit der rechten Maustaste irgendwo hin. Irgendwo in das Level, um den Zauberspruch zu sprechen. Ah ja. Nehmen wir die Karte, da sind wir. Wo sollen wir hin? Level 2. Verbrennt. Kannst nicht während des Kampfes leveln. Okay. Wir erkunden hier mal zu unserem Feuerstrahl. Schade, dass wir nicht unseren Charakter spielen dürfen. Der sah so gut aus. Information. Du hast einen Lebenstrank gefunden. Nutze ihn, indem du Tab drückst und auf den Lebenstrank in der Mitte deiner Zaubersprungleiste klickst. Du kannst Lebenstränke finden, indem du Fässer oder Kisten zerstörst, indem du Truhen oder Beutesäcke öffnest. Lebenstrank. Großartig. Und weiter geht die Reise. Ich will meinen alten Körper zurück. Der sah so hübsch aus. Ich habe mir so viel Mühe gegeben und kam zu Editor und jetzt muss diesen Standardmagier hier mit grünen Klamotten spielen. Das ist frustrierend. Ich könnte die Kisten auch öffnen und gucken, was drin ist, aber was soll es. Da will man mal das Spiel ernst nehmen und einen richtig schönen, gut gestellten Charakter nehmen und dann ist ja mit einem das wegmachen. Können wir das Bett verbrennen? Schade. Oha. Was haben wir hier? Sollen wir damit interagieren? Immer wenn du ein Level erhältst, wird ein zufälliger Zauberspruch entfernt. Oha. Und wir bleiben Zauberspruch halten Level. Und drei neue zufällig ausgewählte Zaubersprüche werden hinzugefügt. Ah ja. Klingt sehr random. Du kannst jetzt Karten für Gold verkaufen und leveln. Wenn du auf eine Karte klickst, öffnet sich das hier Menü. Level up, erlernen. Essenz. Passive Zauber. Okay. Zorn der Gefallenen. Erlernen. Kraftstoß. Klingt auch hinten sinnvoll. Sie erlernen einfach alles. Das kann ich nicht mehr erlernen. Schade.
Verkaufen wir mal Dorn. Okay. Bei einigen Begegnungen kannst du Karten als Belohnung erhalten, oben links auf dem Bildschirm. Okay. Du bekommst 500 Gold, du bekommst 250% mehr Schaden, bis du Gegner getötet hast. Klingt dir schlecht. Lass es lieber hier. Wo sind jetzt meine Sprüche hier? Soll ich die reinziehen? Die Essenz zum Beispiel, wenn ich die habe. Das hier auf die 1 legen. Das ging doch irgendwie. Okay. Ups. Jetzt habe ich gar keinen Zauber mehr. Das ist schlecht. Kann ich einen neuen holen? Kann ich mehr zaubern? Was mache ich denn hier für eine Scheiße? Ich hätte verklickt, das ist halt ein bisschen blöd. Jetzt bin ich kein Zauberer mehr. Wie lange stocke ich hier? Geht es hier noch irgendwo weiter? Der Zauberer hat Zauber haben. Na, sehr toll. Wie bin ich am Anfang? Ich kann nicht wirklich kämpfen. Ich habe keinen Zauber. Ich bin tot. Du bist durchgefallen. Okay. Jetzt schon wieder. Was haben wir denn hier? Hallo, mein Name ist Phasis. Ich kann dir neue Sprüche beibringen. Meiner Meinung nach sind Natursprüche die besten, aber ich kann dir alle beibringen. Wie kann ich dir helfen? Tutorial. Okay, Seelenfrieden, Kampfzauber, Verzeihung. Mana ist um 600 reduziert, okay. Ich verstehe nicht ganz. Das ist meine Karte, die ich gestaltet habe. Ich habe immer noch hier einen Zauberspruch. Ich kann nichts. Erlernen. Mache ich den Fehler? Das könnte ich jetzt nicht mehr erlernen.
Wenn es einmal zerstört hat, dann kann man nichts mehr lernen, das ist man am Arsch. Was ist denn das, was ist denn das hier? Ich muss jetzt noch von der Klippe springen. Ach Leute. Gut, lassen wir es damit. War ein bisschen irritierend mit dem, mit der Sache mit den Zaubersprüchen, aber ja. Den Charakter-Editor finde ich spaßig. Kann man viel mitmachen. Gut, was schon gestern, was seit lang, seit gestern hier. Ja, so lange ist das gar nicht her. Also das, wo ich schon lange drauf warte. Ich bin heute auch am rumstottern wie nix. Gibbon, wir spielen jetzt mal Gibbon Beyond the Trees. Starten da mal rein. Das dritte Spiel des Abends. Schauen wir uns das mal an. Das sah ganz vielversprechend aus in den Trailern. Made mit Wurf mit Mod. Anmerkung der Entwickler: Dieses Spiel beschäftigt sich mit Problemen aus dem realen Leben. Oh Gott, ich bin schon raus. Nee, Spaß. Auch wenn es natürlich Habitat des Gibbons in Südostasien spielt, sind diese Themen rund um den Globus miteinander verwoben. Wir haben mit einem Team aus Anwohnern und Experten zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass jede Thematik respektvoll und akkurat dargestellt wird. Nicht, dass das Spiel noch gecancelt wird, das wäre ja. Das wäre traurig. Bevor es rauskommt. Das ist ja kulturelle Aneignung. Das geht ja eigentlich gar nicht. Das ist ja. Das kann man doch nicht machen. So, Geschichte beginnen. Ich würde gerne die Musik ein bisschen leiser machen. Danke. Sprache. Ich denke, wir sollten es auf Russisch machen, um uns noch mehr Kultur anzueignen. Gibbon Beyond the Trees. Geschichte beginnen. Auf geht's. Er zieht einen Strich hinter sich her. Wir sind der pinke Affe oder was? Wir sollen jetzt hinterher hüpfen. Ah ja, wir sind der pinke Affe. Wir müssen schwingen. So früh los, gelassen, halte Ziel länger. Zieh los, um zu springen. Halt X, um zu laufen. C und X. Okay. Ich bin der pinke Affe. Laufen. Springen. Ja, springen. Und halten. Springen. Und hops. Und laufen.
und springen. Springen und schwingen. Und ein Ästen schwingen geht schnell. Drücke C und halte C. Lass das C bei der Astspitzen los. Laufen ist langsam, aber rutschen geht am schnellsten. Drücke X und halte X an. Ich kann nicht mehr lesen. Abhängen, rutscht durch hinab. Steht nur einmal X. Okay. Freies Schwingen. Kapitel 1, Neuanfang. Auf geht's, neuer. Du bist langsamer geworden, weil du zu lange gedrückt hast. Das fuhr dir den Astspitzen los und meine Geschwindigkeit weit zu. Ja, verdirb doch die Stimmung hier nicht. Und hops. Dann lassen wir uns schwingen. Und springen und drauf geht's wieder. Kann man hier runterfallen und sterben oder ist unter einem immer irgendwie nur noch ein Ast, den man kriegen kann? Natürlich im Stream wahrscheinlich wahnsinnig uninteressant. Aber selbst spielen macht so mit den Tasten so X und C. Sieht nur schön aus im Stream. Erkennt man nicht wirklich, dass ich das spiele, das mache. Springen und C zum Springen. Jo. Das ist den Ast verfehlt. Autsch. Tja. Man kann ja so doch sterben. Loslassen und schwingen. So früh losgelassen, halt das Ziel länger. Ja, da bin ich mir immer nicht so ganz sicher. Und zack. Und ups. Und schwingen. Ups. Oh oh. Hast du ja. Mir sind gefallen. Das sehen wir es mal. Oha. Von hier aus. Ist da noch mehr Story da hier drin gibt es später? Das ist ein gutes Spiel. Ansonsten wird es ein cooles, chilliges Spiel. Zwischendurch mal eben. Mal ein bisschen schwingen zur Abwechslung. So, hops. Geht lang. Und hoch und runter hier. Ein bisschen laufen hier. Oha, manchmal falle ich auch ein bisschen runter, aber kein Problem. Und ups. Und ups und hier ist Dings. Wow, durch den Himmel. Ich kann fliegen. Ha, das war knapp.
epischer Sprung, aber lass ein Stück von dem letzten Griff los, um ordentlich zu schwingen. Oha. Oha, ich wollte drauf laufen. Da kommt der gelbe Affe wieder. Liegt immer noch irgendwo ein Baumstamm. Und weiter geht's. Hops, hops, hops. Weiter hoch. Die Störung geht, man kommt nicht klar. Mal ein bisschen laufen. Und hops, und hops, und. Oha, das wird der untere. Jetzt geht's wieder hoch. Oha, 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 oha. Und Sprung. Ich nehme wieder groß auf. Wird wieder schneller. Und hoch hier. Und Weitsprung. Es tat vielleicht ein bisschen weh. Ah, X um Abhängerrute zu rutschen. Da bin ich. Pink Affe. Und loslassen. Nein! Nicht so loslassen. Weil durch die Baumwipfel. Und rutsch. Fail. Das kriegen wir doch. C ist schwingen, X ist laufen, loslassen ist schwingen. Manchmal muss man auch loslassen können. Fast parallel. Und zack. Und hops. Und hops. Schwink. Schwink. Ist auch noch nicht so ganz elegant, aber und hoch hier, hoch hinaus. Oha. Ja, ich stelle mich manchmal noch ein bisschen affig an, aber es wird schon auch noch. Timing ist wichtig, ja. Muss das affig sein, noch ein bisschen trainieren. Und hops, Timing. Ja.
mag das Spiel. Ist bisher recht wenig Story, aber es muss ja nicht jedes Spiel storylastig sein. Ist ein spannendes Springspiel, Schwingspiel. Ist da zum Runterkommen, zum bisschen. Schwingen Spaß haben. Das Laufen war mehr als das war Schwingen. Oha, jetzt gibt es aber scheinbar ein bisschen. Jetzt geht es aber doch ein bisschen storytechnisch zusammen. Oha. Festhalten, 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 festhalten. Der gelbe Affe kommt uns retten. Und weiter geht's. Kapitel 3, wieder vereint. Oha, bis noch einige andere Kapitel. Wir sind schon Kapitel 3. Und zu spät losgerissen, ja. Kapitel 2 habe ich durch die Freude ganz verpasst. Freude am Spiel. Oh, und hab's. Na komm, hier, Jane. Nice. Mitgeschleppt. Cool. Wirbel geschafft. Jane. Ich will die Jane schnappen. Und die nächste. Und ein bisschen fallen. Manchmal muss man sich auch fallen lassen. Und schwingt. Langsam bis drauf. Ein großer Fluss. Muss man schnell rüberschwingen. Hui. Oh nein. Weiter. Über den Fluss schicken wir noch den Affen. Das kriegen wir noch hin. Episch. Und hops. Sehr nice und hops. Diesmal fallen wir hier nicht runter. Wacke, wacke. Die Sounds, die manchmal anmachen. Oh, ein Vogel. Was bist du für ein komischer Vogel? Den Vogel gemeinsam. Oh oh. Man muss erstmal wieder hochkommen. Also ich weiß nicht, wie das für euch beim Zuschauen ist, aber mir macht es unheimlich Spaß beim Spielen.
Es macht echt Bock, das Spiel. Ich will gar nicht aufhören. Und laufen. Das ist der gelbe Affe. Oh, ein neuer Follower. Sehe ich gerade nicht. Hat noch ein bisschen Delay. Sorry, ich konnte den Namen gerade nicht lesen. Der war zu klein auf dem Controller-Bildschirm. Willkommen, wer auch immer. Ein Engel in der Community. Willkommen hier im Stream. Wir schwingen hier. Schwingen uns ganz entspannt durch die Welt. Na komm. X zum Laufen. Oh, Tops. Was für Rückwärtsseite? Das hatten wir ja noch gar nicht. Ich kann gerade leider nicht. Muss gerade ein bisschen schwingen. Libero. Willkommen in der England Community. Danke für dein Follow. Ist gerade sehr viel Geschwinge. Ist gerade mal. Können wir kurz? Ja, können wir ganz kurz. Schönes Spiel, finde ich auch. Ich weiß nicht, ob du streamst, aber für einen Follow. Normalerweise machen wir das bei Raids. Ich will aber mal versuchen, ob es klappt. Ob es da was bei dir zu sehen gibt. Aha. Kriegst du mal das Ad hin? Das soll ich mal ausprobieren. Dann müssen wir mal das hier machen. Und das hier. Den Shoutout. Ich glaube, bei dir gibt es da noch keine Clips zu sehen. Du bist kein Streamer, hast keine Clips. Dann machen wir stattdessen mal hier. Deswegen ist das für Raids. Dann gibt es einen tollen Clip von mir. Oha! Au! Das sieht gut aus. Aufgespießt. Das habe ich nicht kommen sehen. Jetzt mal hier lang. Jo. Muss zum Essen. Na dann, danke für den Lurk. Für den Lurk-Support. Dann schwinge ich hier mal ein bisschen noch weiter. Werde aber nicht mehr lange online sein. Vielleicht spiele ich gleich noch eine Demo. Nach dem Spiel hier. Das will ich auch gleich mal, auch wenn es sehr schön ist. Will ich es gleich mal beenden. Es hat sich angefangen zu regnen, das ist ja gar nicht schön. Oh. Sprung verfehlt. Oh, andere Bäume.
Guten Appetit dir, Libero. Wir wollen es heute nicht mehr sehen. Schalten morgen wieder ein. Gamescom geht noch weiter morgen. Morgen und übermorgen. Die hat gereicht. Jetzt ist der nächste Fluss. Den schaffen wir noch bestimmt noch zu überqueren. Jana. Ich könnte es noch stundenlang weiterspielen, aber tut mir leid, ich würde es gerne noch spielen, aber irgendwann muss man dem mal ein Ende setzen. Ja, sehr schön, sehr schön. Es gefällt mir. Das ist wirklich gar nicht schlecht. Ist ja auch schon deinstalliert, aber es bleibt in der Steam-Bibliothek. Normalerweise verschwinden die Demos immer, wenn man die deinstalliert. So, was wollen wir jetzt zum Abschluss noch machen? Noch einiges hier. Das letzte Spiel. Ich glaube, wir spielen heute mal, haben heute einige tolle Spiele hier. Spielen wir heute mal Prim. Das letzte Spiel im Stream. Ja, damit willkommen zu Prim. Von der Gamescom in die Arena Booth online. Ja, wir starten einfach ein neues Spiel und schauen mal rein, was hier horrormäßig zur Sache geht. Sieht hier ziemlich horrormäßig aus. Also, rein hier. Ja, Sound würde ich dann doch gerne ein bisschen runterdrehen. Okay, Screen Brightness. Ja, lass mal so, okay. Deutsch. Stimme Deutsch, ah, sehr schön. Auf geht's. Liebes Tagebuch. Es heißt, Freunde seien die Familie, die man sich aussucht. Nur bedeutet das leider im Umkehrschluss, die Familie ist die Familie, die man sich nicht aussucht. Wenn du dich jetzt wunderst, warum ich meinen Eintrag mit so etwas Offensichtlichem beginne, warte ab, bis du meinen Vater kennenlernst. Das ist mein Paps. Er ist der Tod. Und ich meine sympathisch. Nicht wie in er ist todernst oder er ist sterbenslangweilig. Nein, er ist der Tod. Derjenige, der sein und Nichtsein auf der Erde kontrolliert. Und die Seelen der Lebenden ins Reich der Toten verfrachtet, wenn sie sterben. Das wäre an sich kein großes Problem. Andere Kinder haben auch Eltern mit grausamen Berufen. Die sind dann Finanzbeamte, Anwälte oder Lehrer. Man kennt's. Das Problem? Ich muss mal kurz. Nein, ich will nicht die Story überspringen. Nein. Ich wollte nur die Musik ein bisschen lauter machen. Diesmal nicht. Diesmal werde ich einen Weg finden zu fliehen. Der Haken an der Sache? Wir hatten gerade einen. Es war ein bisschen leise. Ich wollte mal ein bisschen. Nein. Also erstmal einen Weg herausfinden. Vielleicht beginne ich meine Suche mit dem mysteriösen Päckchen auf dem Fenster. Ach, Menno. Ich könnte nämlich schwören, dass das vor einer Minute noch nicht da stand. Linksklick interagieren, rechtsklick anschauen, Mausrad. Ja, ich weiß.
Es gibt Zugang zum Menü. Option, müssen es dann doch ein bisschen lauter und lauter machen. Machen wir es so. Ich muss nochmal zum Haupten, ich will nochmal von vorne beginnen. Es war mir zu leise jetzt hier alles. Wenn ich zugequatscht, hat man gar nichts gehört. Wir fangen nochmal von neu an. Ich wiederhole es jetzt ein bisschen, aber jetzt hört das mal wenigstens. Dear Diary, they say. Ach, come on. Don't get me wrong. I usually do what Father tells me, but not this time. This time, I'm going to find a way to escape. The catch? We've just had a big fight, and eventually, Father grounded me and locked me up inside my room. So I have to find a way to get out of here first. Maybe I should start searching by examining the strange box by the window that just happened to pop up out of nowhere. Mach's jetzt auf Spanisch nochmal. Okay, alle guten Dinge sind drei. Tagebuch. Es heißt, Freunde seien die Familie, die man sich aussucht. Nur bedeutet das leider im Umkehrschluss, die Familie ist die Familie, die man sich nicht aussucht. Wenn du dich jetzt wunderst, warum ich meinen Eintrag mit so etwas Offensichtlichem beginne, warte ab, bis du meinen Vater kennenlernst. Das ist mein Paps. Er ist der Tod. Und ich meine das nicht wie in, er ist todernst oder sterbenslangweilig. Nein, er ist der Tod. Derjenige, der... Sein und Nichtsein auf der Erde kontrolliert. Und die Seelen der Lebenden ins Reich der Toten verfrachtet, wenn sie sterben. Das wäre an sich kein großes Problem. Andere Kinder haben auch Eltern mit grausamen Berufen. Die sind dann Finanzbeamte, Anwälte oder Lehrer. Das Problem ist folgendes. Seit Tagen träume ich von diesem Menschenjungen. Im Traum ruft er nach mir. Ich kenne ihn nicht, aber ich spüre, er ist in Gefahr und braucht meine Hilfe. Allerdings würde mir Paps nie, ich wiederhole, nie erlauben, ins Land der Lebenden zu reisen. Denn so seltsam das auch klingen mag, wenn es um mich geht, macht sich mein Vater bei so gut wie allem in die Kutte. Ich darf keinen Sargball spielen, weil ich mir Splitter einziehen könnte. Ich darf nicht in den verbotenen Wald gehen, weil... Sargball klingt interessant. Unfassbares Grauen lauert. Da bin ich bei. Und das Land der Lebenden ist natürlich besonders tabu. Entspannt werden. Versteh mich nicht falsch. Normalerweise höre ich auf Paps. Aber diesmal nicht. Diesmal werde ich einen Weg finden zu fliehen. Der Haken an der Sache? Wir hatten gerade einen heftigen Streit, der in vollkommen unberechtigtem Hausarrest für mich endete. Dann hat Paps mich in meinem Zimmer eingeschlossen. Ich muss also erstmal einen Weg hier rausfinden. Vielleicht beginne ich meine Suche mit dem mysteriösen Päckchen auf dem Fensterbrett. Ich könnte nämlich schwören, dass das vor einer Minute noch nicht da stand. Okay, das haben wir jetzt dreimal gehört, einmal davon auf Englisch. Bandit Liquid in die Störung. Mysteriöses Paket. Wie in Hades Namen ist das denn hier hingekommen? Oh, eine Augenspinne. Was bist du denn für einer? Schüchtern, der Kleine. Warte nur, dich krieg ich schon noch. Ich komm nicht dran. Go, go, Rufus, mir arm. Deine Eltern haben eindeutig biologische und ethische Grenzen überschritten. Mit Poster haben wir Samael Duett. Ich werde ein andermal umdekorieren. Oh, Samuel der Rote. Der beste Sargballspieler aller Zeiten. Ich meine, welche 13-Jährige hat keine Schwäche für Dämonen in Shorts? Dämonen in Shorts? Ich will es nicht wissen. Jetzt ist auch gemacht. Damit noch mehr Insekten reinkommen können.
will das nicht mit mir herumtragen. Dafür ist es zu groß. Verständlich. Zu hässlich. Ein Familienbild von Paps, mir und Tante Keres. Seltsam. Das Bild wurde vor Jahren gemacht, aber ich bin seitdem nicht ein Stück gewachsen. Tja, ein Sessel. Komm jetzt an dich schon. Meine Eltern haben eindeutig... Sobald ich mich ihm... Finden wir vielleicht irgendwas Skelettarm zum Beispiel, mit dem wollte ich... Mir gleich ganz arm ums Herz. Die Wortwitze sind auch wieder on point. Und mit haben wir hier Skelettarm, vielleicht können wir damit... Die Spinne. Okay, die Spinne können wir damit nicht anfassen. Sehr schade. Ektoplasma. Anscheinend hat Paps ein Souvenir von der letzten Ernte mitgebracht. Äußerst ölig. Ein Schweizer Taschenmesser. Geschicklichkeitsprobe nicht bestanden. Ja. Ein Tagebuch. Ich habe jetzt keine Zeit darin zu lesen, aber ich werde später über meine Heldentaten schreiben. Mein Tagebuch. Okay. Womit Leertaste? Nee, können wir mit Leertaste nicht. Spinnenwebe. Vielleicht können wir mit der Spinnenwebe interagieren. Scheinbar nicht. Gute Idee. Super. Jetzt brauche ich nur noch etwas, an dem ich meine neue Erfindung aus... Aha, Skelettarm mit Sense. Gute Idee, aber der kleine Kerl flieht schnell zur Decke, sobald ich näher komme. Vielleicht gibt es einen Ort in diesem Zimmer, von dem aus er mich nicht kommen sieht. Aha. Eine Leiter hier. Scheint, als wären die Räder, auf denen sie eigentlich sanft dahin gleiten sollte, vollkommen verrostet. Tja, da braucht man wohl Rostmittel. Ein Riss in der Wand. Er ist viel zu klein. Für mich. Aha, aber der Spinnerich können wir da vielleicht. Dieser Riss in der Wand führt direkt in Paps Studierzimmer. Ich bin doch kein Baby mehr, das auf seinem Schaukelpferd reitet. Außerdem kann ich nicht mehr in den Sattel. Nicht, dass ich das versucht hätte. Oha. Haley, alter Junge, ganz ruhig. Wie oft sind wir zwei in den Sonnenuntergang geritten? Ich weiß ja, auch das ist ein geiles Game. Willkommen zurück, Libero. Das tollste Geschenk, das er mir je gemacht hat. Wir versuchen gerade eine Spinne von der Decke zu bekommen. Und vielleicht einen Sessel? Und was jetzt? Er versteckt ohne, dass er uns kommen sieht. Mit dem Skelettarm mit schwarzem Taschenmesser. Spinnwebe. Nein! Gute Idee, aber der kleine Kerl fliegt mir nicht hin. Okay, und du bist mir hier hoch, habe ich das Gefühl. Einmachglas. Nun sieh sich einer meine prachtvolle Glühwürmchensammlung an. Paps hat sie mir zum 13. Todestag geschenkt. Er sagt, sie heißen Hotspots. Was immer das heißt. Da ist so ein klebriger, süßlich riechender Schleim, der den Boden des Glases bedeckt. Wurde bestimmt dazu genutzt, die Glühwürmchen anzulocken. Den Schleim können wir gebrauchen. Aber die Hotspots freilassen, damit wir das überall sehen können. Aber momentan können wir noch nicht. Daumen trotz Daumenschrauben. Ein Bestimmungsbuch toter und untoter Flora für die gemarterte Seele. Können wir die Glühwürmchen frei, die Hotspots freilassen? Ein verschlossenes Glas voller Leuchten.
Geht nicht. Haben wir einen Gasöffner hier irgendwo? Leider nicht. Jetzt gehen Hotspots in diesem Raum. Nee. Vampyrex. Laut Papst das Einzige, was wirklich gegen Vampire hilft. Er sagt, Knoblauch vertreibt nur die Leute, die du liebst. Das mag bestimmt. Auf dem Etikett wird gewarnt, kann zu einer Reizung der Augen führen. Aha. Nee. Das lasse ich. Das lasse ich. So, das vielleicht noch irgendwie. So, mit dem Ektoplasma vielleicht hier die Leiter ölen. Dass wir die schieben können. Damit. Okay. Jetzt. Wow. Das nenne ich effektiv geölt. Na dann hoch hier. Und ab zur Augenspinne. Gute Idee, aber ich komme nicht dran. Dann geh doch mal hier. So, jetzt. Gute Idee. Bitte was? Warum nicht? Muss man vielleicht. Ärmchen? Jetzt. Hey, das hat geklappt! Jetzt haben wir überall Hotspots. Fliegt, meine kleinen Hotspots. Ihr seid frei. Sehr schön. Das Fenster ist offen. Die bleiben ja hier. Natürlich. Sie wollen bei ihrer Retterin bleiben. Zusammen werden wir noch das eine oder andere Abenteuer erleben. Okay. Und mit der Leertaste kann ich sie wieder aktivieren. Ja, genau. Ich weiß doch, das ist. Ich kenne doch. Ich habe schon genügend Point-and-Click Adventures gespielt, um zu wissen, was Hotspots sind. Ja, sehr schön. Jetzt können wir auch sehen, wo wir damit wir interagieren können. Mit der Leiter können wir interagieren. Mit der Bettdecke haben wir noch nicht interagiert. Ich habe schon vor Jahren damit aufgehört, mir Decken über den Kopf zu ziehen und Geist zu spielen. Die echten Toten warum sind das? Sachen ziemlich empfindlich. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Okay. Was machen wir nun? Den kann ich nicht bewegen. Paps würde mich umglauben, er macht das den ganzen Tag. Seine Hemmschwelle in diesem Bereich ist äußerst niedrig. Grüner Daumen trotz Daumenschrauben. Okay, wir müssen doch jetzt. Ich denke, wir sollen hier ran, ohne dass es uns kommen sieht. Jetzt müssen wir doch nah genug dran sein, um hier. Spinnenwege. Wieso kommst du da nicht ran? Was ist denn das hier? Ich komme nicht dran. Hast du einen verlängerten Arm und kommst nicht ran? Nee. Was ist denn das? Nee. Das ist kein. Nein, warum sollte ich das tun? Können wir das Vampirex auf die Spinne sprühen? Keine schlechte Idee, aber ich komme nicht dran. Warum kommst du denn nicht ran? Was ist denn los hier? Ich. Warte mal runter hier. Ich komme zum Sessel. Augenreizung, stimmt. Jetzt sieht es uns nicht kommen und jetzt können wir ihm. Aha. Ja! Jetzt brauchen wir nur noch ein Glas, wo wir es mit auffangen können. Wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Hey, hier geblieben. Bleib hier. Ich bin da richtig. Und wieder ist er weg. Dem schönes Glas mit
Sachen tun, wo man was einfallen kann mit. Warum habe ich das Gefühl, dass er sich über mich lustig macht? Hat er gerade gelacht? Wenn ich das Glas in die Lücke stelle, wird mein kleiner Spinnenfreund vielleicht in der klebrigen Masse stecken bleiben. Das ist der Plan. Jetzt hier hoch und dann wieder runterscheuchen. Macht echt hier. Hey, das hat geklappt. Und drauf mit dem Deckel. Hab ich dich. Gewonnen. Bitte wein doch nicht. Okay. Ich hab ne Idee. Ich lass dich raus aus dem Glas und du bleibst in meiner Tasche. Okay. Deal. Na dann. Hoffentlich werde ich das nicht bereuen. Hab ich schon versucht, das Glas. Du hast langsam Spinnauge. Das machen wir nicht, oder? Das lass ich lieb. Ja, bin doch jetzt los. Widerlich. Ekelhaft. Super süß. Können wir das jetzt durch die Tür nach draußen schicken? Durch den Riss. Macht für uns die Tür auf. Kleiner Freund, ich habe einen Auftrag für dich. Kannst du dich durch den Riss dort quetschen und mir meinen Zimmerschlüssel aus Paps Studierzimmer bringen? Klasse! Irgendwie bist du ganz süß. Viel Erfolg! Ich habe lieber ein Auge auf das Auge. Okay. Holst du jetzt den Schlüssel oder haut's ab? Wir können es stören. Sehr schön. Spinnerich. Muss einen Schlüssel finden. Thanatos. Hässlicher Gargoyle. Das Heilung kaputt machen. Oha. Kommen wir hier durch. Wo ist denn überhaupt der Schlüssel? Ein paar Kräuter einstecken. Treppengeländer. Okay, gehen wir zurück. Zurück und die Kräuter abgeben. Oh, Riesenfliege. Hey, wo willst du hin? Vergiss nicht, du sollst mir den Schlüssel für meine Zimmertür bringen und nicht einfach ohne mich. Ja, ich gehe ja schon. Epic. Epic Move. So, Schlüssel. Jetzt kommt vielleicht hier hoch. Schnell, versteck dich. Er hat den Schlüssel bei sich. Können wir den irgendwie ein bisschen ablenken, dass er den Schlüssel fallen lässt. Ja, das mal hoch hier. Wo die Pfeife klauen. Müsst du eigentlich von oben auf ihn herabspringen, oder? Okay.
wieder zurück. Wir können ihm irgendwie das auf den Sessel legen aus dem Inventar. Ein zu den Kräutern. Tanzbar, fand Musik. Finde ich auch gut. Dann können wir nichts machen. Nein, die Pfeife. Schön Kraut in die Pfeife packen. Warte, du kannst doch meinen Vater nicht so einfach unter Drogen setzen. Ich meine, wir wissen doch nicht mal, was für eine Wirkung diese Pflanzen haben. Und Papst hat Allergien. Ernsthaft, ich sag nicht, lass uns nichts Dummes anstellen, aber lass uns vorher herausfinden, wie dumm es ist. No, schade. Müssen wir jetzt Bücher studieren. Bevor wir ihn vergiften. Gehen wir jetzt zu den Büchern hin. Ich mach einmal zurück, wir haben doch dann ein Buch mit Gewürzen drin. Dankeschön. So, wie finde ich jetzt heraus, was ganz genau Pflanzen sind? Buch im Pflanzenkunde. Mal sehen, ob wir meine zwei neuen Pflanzenfreunde hier drin finden. Ein magischer Bestimmungsschlüssel. Na, der kommt mir gelegen. Welche Farbe hat die Blüte? Weiß, grau, schwarz. Weiß hat sie. Welche Form hat die? Gezackt. Ja, sieht ziemlich gezackt aus. Welche Form hat die? Können wir ankürzen. Weiß. Gezackt, würde ich sagen. Ja. Das ist ja so ziemlich. Gerade und mit Dornen. Die ist es. Genauso sieht die Pflanze aus Paps Studierzimmer aus. Weiße Witwe, auch bekannt als Hypnos-Umarmung. Oha. Bekannt für ihre einschläfernde Wirkung. Das brauchen wir. Diese ist aber so leicht, dass sie nur zum Tragen kommt, wenn man bereits sehr müde ist. Na toll. Das müsste reichen. Jetzt haben wir hier noch seltsame Kraut. Knollenartig. Schwarz ist es. Schlauchförmig. Mit gezacktem Ding und ohne Dorn. Und das ist die zweite. Archeronische Sumpftrompete. Berühmt dafür, die Wahrnehmung von Musik zu verstärken und daher von den Flussgeistern oft als Partydroge verwendet. Wissen wir Bescheid. Ihn zum Tanzen bringen, bis er müde ist und dann Schlafmittel einverleiben. Okay, wir haben einen Plan. Erstmal das hier. Und bin die Pfeife damit. Aber tu nur gerade genug für einen Zug rein. Ich will nicht riskieren, Paps eine Überdosis zu verpassen. Süße Spinne. Ich habe hier eher Spinnenangst normalerweise, aber die ist süß. Eine Ausnahme.
Let's dance. Dance, dance, dance. Disco body. Das kam unerwartet. Das ist jemand müde. Das Spiel ist ja großartig. Okay, jetzt müssen wir eben die weiße Witwe reinpacken. Nochmal das Radio wieder ganz. Währenddessen ein kleiner Beruhigungszug in die Pfeife. Aber tu nur gerade genug. Ja, ja. Süße Träume. Jetzt holen wir uns den Schlüssel. Hurra. Jetzt können wir hier raus. Mein Zimmerschlüssel. Endlich. Nichts wie raus hier. Und auf geht's. Einen sanften Jazz. Du kannst doch nicht. Ganz toll. Ja. Wow. Sie macht Auge. Das fühlt sich verrückt an. Warte, was passiert hier? Alles löst sich auf. Mir wird ganz komisch. Okay. Was? Hi. My name is Jonas. I'm from Germany and I make adventure games. Okay, let's give this another try. At the moment, I'm working on Prim, a drop-dead charming, creepy but cute point-and-click adventure game. Whoa. Too long for you? No problem. Let me put it this way. Imagine Monkey Island. Monkey Island freue ich mich auch drauf. Return to Monkey Island. Ich freue mich. Inspired by Greek mythology. That's basically what it feels like to play Prim. It's September. Oh, and it's in black and white. You play as Prim. Auch da freue ich mich drauf. Who receives a call for help. Das gefällt mir. Ich mir Wunschlisten vielleicht irgendwann mal kaufen. Never allow her to travel to the land of the living. So Prim tricks her dad, but when she finally reaches Earth, it turns out to be just as dangerous as her father told her it would be. What kind of beastie are you? At its core, Prim is a pretty traditional point-and-click adventure game, but with modern perks, such as traditionelle point-and-click adventure games, a one-click interface and an optional hotspot display. And hey, we got a cute spider eye that is Prim's sidekick. Just great. You can already play our demo, which is, by the way, fully voiced in English. I'm not a baby. I'm much too old for rocking horses. And German. Wenn du mich fragst, klingen alle diese Sprachen, als wären sie komplett ausgedacht. The final game will have a playtime of about 6 to 8 hours. We're confident that we'll be able to release it in 2022. That all sounds pretty ambitious, right? Yes! Well, here's where you guys come in. My team and I, we need your help to make Prim look, move, and sound. I can't let it climb out of the window. It's much too high. As good as possible. And of course, you get something in return. Apart from the game itself, the backer rewards include a digital art book and the game soundtrack. Mm. And we also have some pretty cool physical rewards, like
our cute little Prim doll. Why do I have the feeling that it's making fun of me? Or the big box version of the game that comes in a handmade wooden coffin. So why are you still watching this video? Steepers. Let's make this game happen together. Okay, I trust you. Don't make me regret it. Prim Adventure. Na dann. Das gefällt doch. Danke fürs Zuschauen. Geplantes Veröffentlichungsdatum 2023. Ich freue mich. Ja. Wishlisten folgen. Ich bin gespannt. Ich bleib dran. Vielleicht gibt es das irgendwann bei mir im Stream als Projekt. Könnte ich mir vorstellen. Finde ich nicht schlecht. Gut, na dann. Drei haben wir jetzt noch übrig gelassen. Dann werden wir wahrscheinlich morgen spielen. Und vielleicht entdecke ich dann noch morgen noch weiteres. Hier in der Indie-Arena, eigentlich wollte jetzt heute noch das Gebiet hier erkunden. Dann sind wir die ganze Zeit rum. Machen wir dann auch morgen. Haben wir dann heute nur die Wastelanders erkundet. Wird dann knapp. Morgen und Samstag habe ich noch. Müssen wir uns morgen reinlegen. Morgen und Samstag müssen wir hier mal ein bisschen. Können heute nochmal auf die Games kommen hier bei der. Ganz kurz mal hier das Gebiet abgrasen. Es dürfte schneller gehen. Ansonsten würde ich so in knapp 10 Minuten auch mal langsam zum Ende kommen. Okay, hier sind die Vorschaubilder nicht drin. Nehmen wir Elve. Hier ist noch weitere Spiele. Und mit Spieltest, ja, Spieletests funktionieren bei mir ja super. Haben wir schon gesehen, dass mein Virenprogramm mir das eine Spiel verboten hat. Okay, wir gucken hier nochmal schnell. Schnellklick durch. Meine besten Spiele sind wahrscheinlich jetzt hier in den Gebieten. Dann mal reingehen. Okay. Super Catboy. Gibt es eine Demo von? Ja, weiß nicht. Sons of Valhalla. Haben wir hier. Gibt's eh keine Demo, aber das sieht vom Stil nicht mal schlecht aus. Es ist auch wieder so ein Game, was ich als Adventure-Spieler finde, dann Spieler Prim. Prim ist mein Highlight momentan. Oldschool Adventure Game. Monkey Island, ich liebe es. Ja, da brauchen wir jetzt hier das Ding ist. Strategiespiele. Return to Monkey Island, ich bin sowas von hyped. Okay, hier runter können wir nicht. Hier gibt es noch Subspace. Können wir Looky Looky machen. Hübsch. Etage 2. Und dann nochmal durch.
Gamescom-Areal jetzt mal ganz im Schnelldurchlauf. Ja. Jupiter Moons Mecha, ja. Uninteressant für mich. Gurret. Gibt's nix für keine Bilder. A Webbing Journey. Spielt man auch noch ein kleines Spinnchen. Das Stil lässt mich, der Zeichenstil lässt mich gruseln. Wenn ich es vermeiden kann. Muss auch irgendwo Prioritäten setzen, weil wenn wir hier alle Demos können wir nicht spielen. Sonntag kann ich auch nicht spielen. RPG Stories. Das nächste Sci-Fi Game. Ja. Sicherlich für den einen oder anderen etwas. Hier Among Us VR. Einmal Trailer davon. Among Us, ja, ist auch sowas. Naja. Among Us habe ich gerne gespielt. Gibt es auf meinem YouTube-Kanal etliche Parts, über 100 Parts. Among Us. Among Us, ja. Das wird so crap. Außerdem habe ich kein VR. Sass. Ich habe Among Us gerne gespielt, muss ich wirklich sagen. Das ist ein lustiges Spiel. Also mit Randoms macht das keinen Bock. Allein das Spiel mit Randoms. Aber bei anderen Streamern in der Community. Mit der eigenen Community habe ich auch ab und zu mal gespielt. Mit zwei, drei Leuten aus der Community. Das war echt. Mit Geistern. Aber in das Lauf, ja genau. Entwickler sind wir anders, aber in das Lauf bringt es raus. Ja. Demo können wir eh nicht spielen, falls es eine gibt. Ich habe kein VR-Set. Das wird leider nicht gehen. Wilder Müff. Ja. Beam haben wir hier. Aufbaustrategiespiel. Nein. Da bin ich raus. Ja. Sieht, erinnert mich ein bisschen an Portal. Von der Machern Portal 2. Was haben wir hier? Jetzt funktionieren die Trailer endlich. Bitforce. Ciorama. Ein Schifffahrtssimulator. Ja. Schnell. Airborne Kingdom. Wieder Aufbaustrategie. In den Wolken. Immer Frontiers Fantasy. Und hier geht's schon. Wollen wir mal gucken. Z
selben Bild wie oben. Wie unten in der letzten ersten Etage. Etage 3. Fall of Porcupine. Ja, sehr schön, haben wir. Die Demo haben wir aber 2021 gespielt, ist dieselbe. Den Prolog haben wir Release 2023. Ich freue mich drauf, war mein absolutes Highlight 2021 auf der Gamescom. Müssen wir nicht nochmal spielen. Könnt ihr auf YouTube gehen und dort mein, falls da das hier jetzt funktioniert. Vermutlich nicht. Der Bot ist mal wieder am Schlafen. Fireside. Ach, das kommt mir auch bekannt vor. Habe ich irgendwo schon mal gesehen. Glaube ich. The Co-Game. Alles klar. Shumi come home. Ja. Was haben wir? Pizza Blast. Gibt es noch nichts auf Steam zum Gucken? Kein Trailer. Ja, mal Anstoß, Fußballspiel, Fußballmanagement Simulator, sowas von interessiert. Sapling bei Jung, ihr seht das ein bisschen, ja, Plattformer, Sentience, okay. Aufbaustrategie, wie es ausschaut. Jetzt zum Hub. Jetzt haben wir Dream Engineers. Auch sehr viel Aufbauzeug hier. Clanvolk. Ja, habe ich auch schon ein paar von der Sorte gespielt. Mag ich nicht. Myth Force. Epic Games. Definitiv möge. Hier sind wir schon. Myth Force. Wollte ich mir das Thumbnail zu sehen. Joa. Astronaut. Fortnite mit Astronauten oder was? Nö. Haben wir Plattformer. Von Plattformern gibt's in letzter Zeit immer so viel. Das ist. Okay. Ebene 4 nochmal kurz durchgucken. Dann machen wir Schluss. Okay. Hier haben wir ein Wikinger-Spiel. Ever. Okay, auch ein Dorf. Mittelalter. Okay. Betray your friends and lie your way to victory. Multiplayer Social Deduction Game. Boah, bin ich raus.
Mal wieder Fullscreen. Das haben wir hier ohne Bild. Yep. True false. Da geht das Bild nicht. Blockam. Kleines süßes farbiges kinderorientiertes Spiel. Biomorph. Gibt's keine Demo zu. Worship. Sieht das Thumbnail gut aus. Ja. Ich muss jetzt hier so ein bisschen Sons of Valhalla. Musik. Und hier ist leer. Wir haben es nicht mehr genug Ausstellung geschafft. Joa. Den Olymp schauen wir uns das nächste Mal an. Also morgen. Fliegen wir in die Wolken. Schauen wir uns da mal um. Ja, na dann würde ich mal sagen, schicke ich mich in die Endcard. Dann Wayne wir noch rüber. Bleibt noch dran für den Raid. Wayne noch zum anderen tollen Streamer. Und dann sehen wir uns morgen schon wieder. Morgen am Freitag. Spielen wir hier in der Indie Arena weiter. Ihr seht dann noch, was es morgen gibt. Hier werden wir Duo Game Awards Mole Rats and Depression. Ein Mooswater Demo werden wir noch spielen. Movie House. Und dann noch andere Sachen. Vielleicht ein oder zwei Spiele, die wir noch vielleicht zum Entdecken. Vielleicht finden wir hier, bestimmt finden wir vom Olympia noch tolle Spiele. Ja, ich würde sagen, ab in die Endcards. Und ja, morgen wieder einschalten. Libero. Danke für den Follow. Du wirst morgen benachrichtigt. 18:30 ist los. Spielen wir dann weiter. Ja, ab in die Endcards. Kommt nochmal drüber in Wait. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Danke fürs dabei gewesen sein. Ja, na dann. Kleiner Wait für euch. Ja. Dann würde ich mal sagen, ich wait heute mal zum Marnigo rüber. Der ist erst neulich live gegangen. Der streamt heute, was streamt er denn heute? Heute ist Donnerstag, heute streamt der Zelda. Breath of the Wild. Kommt nochmal drüber zum Marnigo. Und nochmal damit rüber. Und habt noch einen tollen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Habt eine tolle Zeit. Grüß den Marnigo von mir. Bis morgen. Zu Gamescom Tag 3. Ja, haut da rein.
Danke für alles. Bis morgen. Zwei out. Ciao, ciao.